Als deutscher Fragensteller muss ich dich fragen, zumal auch dein Schützling mit ihm sehr gut befreundet ist, Sascha Zverev. Ich mahne immer so ein bisschen und sage, Leute, gebt dem noch Zeit. Also nicht, klar, Grand-Slam-Turniere reden alle rüber, aber wie würdest du ihn beschreiben, charakterisieren, wie du ihn, und du kennst ihn ja jetzt schon sehr, sehr gut, kennengelernt hast? Ja, das ist für mich der potenzielle Nummer-1-Kandidat, den, sage ich ihm schon seit 3 oder 4 Jahren, das erste Mal aufgefallen in Hamburg damals, wie er mit 16 dort das Semifinale erreicht hat. Und in den vielen Trainingseinheiten, die er mit dem Dominik gemacht hat, ist es auch bei dem halt auch auffallend, dass er 24 Stunden am Tag über den Sport reden kann, sich mit dem Sport auseinandersetzt, wie das eigentlich dann erst arriviertere Spieler tun. Der tut das schon mit 18, 19 Jahren so. Hat das Glück, würde ich sagen, dass er ein Elternhaus hat, die sich im Tennissport auskennen, wie wenige andere. Und Bruder Mischa? Richtig, also es ist so, dass die Eltern beide Trainer sind. Der Vater war ein guter Spieler, die Mutter war eine gute Spielerin. Und sie haben die ganze Karriere schon einmal mit einem 10 Jahre älteren Burschen durchgemacht. Da sind sicherlich einige Fehler passiert. Die werden beim Sascha nicht mehr passieren oder sind nicht passiert. Und daher ist der mit den 20 Jahren einfach derjenige, der am weitesten oben steht. Und einer ist, der auf allen Belegen sehr, sehr gut spielt, über ausgezeichnete Grundschläge verfügt, mit seiner Größe einen riesen Aufschlag hat. Für mich in der Kombination Aufschlag und Return wahrscheinlich der beste Spieler ist, der überhaupt herumläuft. Daher für mich definitiv Kandidat ist in den nächsten 1 bis 3 Jahren wahrscheinlich die Nummer-1-Position in der Tennis-Weltrangliste zu übernehmen. Beschreib mal den Domi. Also wir haben ja in letzter Zeit auch viel mit ihm gemacht. Für uns als Journalisten ist das eine Freude, jemanden zu sehen, wo man auch das Gefühl hat, der guckt dir in die Augen. Solche Qualitäten haben einige der Topstars auch, wie Federer zum Beispiel oder Nadal, die absolute Botschafter sind. Beschreib du ihn mal aus deiner Sicht. Du kennst ihn ja schon ein paar Jährchen jetzt. Der Dominik, das wiederholt sich halt, weil alle Spieler, die du jetzt angesprochen hast, im Prinzip über diese gleichen Grundvoraussetzungen verfügen, die für den Spitzensport notwendig sind. Der Dominik, den kenne ich eben seit er halt 7 oder 8 Jahre alt ist. Und ich habe den eigentlich nie ohne einen Ball in der Hand gesehen. Mhm. Entweder am Fuß oder an der Hand oder am Schädel, aber er hat immer mit irgendwas jonglieren müssen. Der extrem unruhig, was das anbelangt. Auf der anderen Seite ein sehr besonnenes, sehr höfliches, wohlerzogenes Kind, mittlerweile ein junger Mann, der nicht so ruhig ist, wie er nach außen hin wirkt. Der hat schon seine Emotionen und seine Flausen im Schädel, aber der kann das eben sehr, sehr gut kontrollieren, ist außergewöhnlich diszipliniert, sehr, sehr zielstrebig, weiß, glaube ich, seit seinem 9., 10. Lebensjahr wirklich genau, was er erreichen möchte, und das war nie leeres Gerede, sondern bei dem ist immer das, was er gesagt hat, sofort Taten gefolgt. Natürlich ist das für einen Trainer ein Traum, mit einem Spieler von so jungem Jahren anzutrainieren, weil der Einfluss auf Dinge, die abseits der Schläge, noch so viel größer war zwischen 10 und 15, als bei einem Spieler, den es halt mit 25 übernimmt, wo die Persönlichkeit fast schon zu 100% gefestigt ist. Er ist athletisch sehr gut. Ich habe seinerzeit einmal den Pier Paganini gefragt, ob er sich den 2. Tag anschauen kann, nur um zu wissen, ob er über die Schnellkräftigkeit verfügt. Lass mich kurz einfügen, das ist mit der bekannteste Fitnesstrainer, unter anderem von Wawrinka und vor allem Roger Federer. Richtig, also das ist für mich der Fitnesspapst unter den ganzen Tennisleuten. Und der hat zu mir damals gesagt, nach 3 Tagen habe ich ihn gefragt, na, wie schaut das aus? Ist der schnell? Sagt er, nein, der ist nicht schnell. Der ist, bin ich nervös, wenn kurz gesagt, der ist sauschnell. Ja, und da war für mich damals klar, da war der 16 Jahre alt, dass ihm wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt sind. Dass der halt jetzt mit 24 Jahren dort steht, wo er steht, ist für mich nicht, rankingmäßig gar nicht überraschend. Es ist eher so, dass das zu spät gekommen ist, einfach weil der 3 Jahre sehr, sehr schwere Krankheit gehabt hat. Die er übrigens gar nicht so öffentlich gemacht hat. Ich glaube, der hatte Angst, dass er irgendwie immer aufhören muss zu spielen. Ne? Also das war ja damals mit Salmonellen und so, das war ja sehr kompliziert auch eigentlich. Das ist keine Salmonellen, das war Campylobacter. Ja. Das ist so ein ganz komischer Bakterienstamm, den zu Glück ein befreundeter Arzt der Familie damals bei einem 4-wöchigen Spitalsaufenthalt dann entdeckt hat, was nicht so einfach ist, weil den kann man nur nachweisen, wann er aktiv ist, und der ruht die meiste Zeit. Du hast erzählt, wie lange du schon mit ihm zusammen bist. Ich habe viel mich auch mit Toni Nadal unterhalten, weil ich finde, dieser Aspekt, du bist ja auch sehr gut mit Dommys Vater befreundet, der unter anderem auch bei dir in der Academy ja mitleitend ist. Inwieweit ist dieser Aspekt ja auch Erziehung?
inwieweit spielt der eine Rolle? Also Toni hat mir immer erzählt, der hat schon Wert drauf gelegt, dass die dann auch mal bei Grand-Slam-Turnieren ein bisschen was Kulturelles machen und so. Ich will damit nur sagen, da hat man ja sicherlich auch eine große Verantwortung und hat auch schon einen Einfluss irgendwie. Wie hat sich das bei euch so im Laufe der Jahre rauskristallisiert? Wo hast du da Wert drauf gelegt, unabhängig von der Arbeit auf dem Platz? Ich sage, das kann man bei einem Tennisprofi nicht so trennen, die Arbeit am Platz und abseits des Platzes. Es ist so, dass die Voraussetzungen für gute Arbeit am Platz wahrscheinlich abseits des Platzes geschaffen werden. Es kann nicht jemand nur diszipliniert am Tennisplatz sein und abseits des Tennisplatzes nicht. Und für einen Tennisspieler gibt es eben noch andere Aufgaben, außer gut zu spielen. Das bringt der Sport mit sich, dass man, wenn man in den ersten 10 ist und, oder Nummer 1 bei einem Turnier ist, dass man da auch gewisse repräsentative Aufgaben übernehmen muss. Und dafür gilt es einfach, meines Erachtens, sich gut zu benehmen, gut zu sprechen. Und diese Dinge sind natürlich in Dominiks Fall und sicher auch in Federers Fall schon sehr viel vom Elternhaus geschaffen worden. Aber die tägliche Arbeit mit einem Spieler, den du zwischen 10 und 16 Tag ein Tag aus wahrscheinlich mehr Stunden siehst, zu den Zeiten, wo er nicht schläft, als die Eltern, ist es einfach wichtig, dass man auf diese Dinge auch aufpasst. Und Nadal ist für mich ein Paradebeispiel. Das ist jemand, der wahrscheinlich auch noch so viel zu wenig geschätzt wird für das, was der charakterlich und menschlich mitbringt. Einfach weil er sich im Englischen und in anderen Sprachen nicht so gut ausdrückt wie ein Federer. Aber charakterlich ist das eine ganz außergewöhnliche Person. Ich habe heuer, wie der Dominik gegen Del Potro verloren hat, hat der mir SMS geschickt. Also da schießen mir jetzt noch die Gänsehaut ein. Dass jemand sowas macht, das ist nicht notwendig, aber zeigt so viel von Charakter und Klasse, dass man da wieder dem Onkel Toni und natürlich sicherlich auch seinen Eltern Danke sagen muss, dass der den nicht nur zu einer Tennismaschine, sondern auch wirklich zu einem ausgezeichneten Menschen erzogen hat. Stimmt der Spruch, dass das dein letzter Topspieler ist, den du betreust? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin jetzt 56. Es ist so, dass mir die Trainertätigkeit nach wie vor extrem viel Spaß macht. Bei mir in der Akademie ein paar Spieler sind, von denen ich glaube, dass die auch das Zeug haben zu Top 100 spielen. Und sollte der eine oder andere dabei sein, werde ich nicht Nein sagen, wenn sich der anbietet. Als letztes, inwieweit hilft es, wenn man aus einem reinen Frauenhaushalt kommt, in dieser reinen Männerwelt, die ja auch so ein Kokon ist, irgendwie so ein künstliches Etwas, was durch die Welt fliegt und ja nichts so mit der Realität zu tun hat. Inwieweit hilft das? Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass es ein reiner Frauenhaushalt ist. Aber du weißt, was ich meine, ne? Da spielen andere Dinge eine Rolle. Ich habe eine Frau und 4 Töchter und zu wissen, dass man zu Hause eine intakte Familie hat, das macht das Reisen und das Leben grundsätzlich für einen Menschen wesentlich einfacher. Und da halte ich es wieder mit der Weisheit meines Vaters. Der hat mir gesagt, Günther, du musst in deinem Leben 2 wichtige Entscheidungen treffen. Das eine ist die Partnerwahl und das andere ist die Berufswahl. Wenn du da keinen großen Fehler machst, dann wirst du ein glückliches und zufriedenes Leben haben. Und ich muss sagen, ich bin mit der Partnerwahl sehr zufrieden und auch mit dem, was dabei entstanden ist, die 4 Töchter. Und die Berufswahl war im Endeffekt auch richtig. Nicht nur, weil sie erfolgreich ist, sondern einfach, weil es mir bis heute Spaß macht. Und einen Beruf auszuüben, den man so gerne macht, wie ich meiner mache, das ist ein großes Privileg. Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Ich könnte mich eigentlich wie immer stundenlang mit dir unterhalten. Ich kann das Mikro nicht mehr halten. Danke. Ich danke dir. Alles Gute.